Thema heute: Pädagogik, der Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Mitarbeiterfortbildung der SVGS, der Segelvereinigung Sinsdorf. Jo, ich bin Chris. Wir gucken uns heute mal an, was man mit Kindern und Jugendlichen so machen sollte, was besser nicht, was es so über die zu wissen geht. Dann fangen wir auch gleich an. Kinder sind laut und nervig. So, das war's. Schönen Tag, auf Wiedersehen. Nee, also so einfach machen wir es uns natürlich nicht. Kinder sind vielleicht manchmal laut und manchmal auch nervig, aber über Kinder gibt es noch so viel mehr zu wissen. Pädagogik, das ist ja erstmal schon mal so ein Buzzword, so ein Begriff. Was heißt das überhaupt? Was ist das? So, das kommt vom Griechischen hopais, das ist das Kind, und pädagogikae, das ist die Kunst der Kindererziehung. Ja, im antiken Griechenland war das ja eine Kunst, da gab es ja Lehrer, Weisheitsausbilder, wie auch immer, die gelehrt haben, und dann gab es die Schüler, die Mathetes, wenn man so will, oder die ihnen da gefolgt sind, und die sind den Lehrern dann nachgelaufen, oder die Lehrer hatten irgendwie so einen Raum, wo sie sich aufgehalten haben, und dann haben sie so erzählt und irgendwelche Rätsel denen aufgegeben, und dann mussten sie das lösen. So, und dann haben die Kinder immer nach und nach gelernt, und dann konnten sie vielleicht auch irgendwann schreiben lernen. Ja, also im antiken Griechenland hat man das richtig zelebriert, jedenfalls wenn man sich's leisten konnte. Die meisten Leute waren natürlich auch arm, und wenn dann die Kinder irgendwie das Handwerk vom Vater gelernt haben, dann, wenn die nicht vorher gestorben sind an irgendwas. Aber Pädagogikä oder Pädagogikä, eine Kunst. Kunst der Kindererziehung. Und wir sollen uns auch vor Augen führen, das, was wir tun, ist eine Kunst. Was wir allerdings nicht tun, ist, dass wir Kinder erschieben. Ne? Wir erziehen die offensichtlich. Ja? Genau, wir wollen die dazu bringen, dass sie das Richtige tun, und wir wollen sie nicht dazu bringen, dass sie das Falsche lassen. Ja, also natürlich sollen die das Falsche auch nicht machen, aber die sollen das Falsche nicht machen. Weil wir einfach den austreiben, das Falsche zu tun, sondern weil wir ihnen stattdessen sagen, wie sie es richtig machen sollen. So, wenn sich das Kind in der Wende immer nach hinten dreht und sagt, ja, dreh dich nicht nach hinten, ja, guten Tag, Dankeschön, ja, was soll ich sonst machen? So, wenn ich sage, ja, guck immer nach vorne, dann ist das schon mal eine andere Art der Anweisung. Ja? Und so ist das auch mit Verhaltensweisen. Wir wollen die Kinder nicht dazu drängen, irgendwas zu tun. Ja? Man kann auch nicht. Also, es gibt ja diesen Spruch, so, du kannst die Kinder erziehen, wie du willst, am Ende machen sie dir eh alles nach. Ne? Und genau, dieses Erziehen ist natürlich in erster Linie Aufgabe der Eltern, klar, aber so ein bisschen machen wir das ja dann halt auch. Und wir arbeiten halt eher so mit der Pull-Methode, also die Leute in die richtige Richtung zu ziehen, statt von der falschen Richtung wegzudrücken. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir in dem Bereich sind, wo wir die Richtigen sind. Wir ziehen die Kinder quasi zu uns ran, und wir sind nicht in dem Bereich, wo man falsch ist, und schieben die Kinder von uns weg. Ja. Also so viel ein bisschen vielleicht zu diesem Begriff Hintergrund. Erziehung, was man manchmal so hört, ist ja doch irgendwie auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde den so ein bisschen negativ vorbelastet. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ja. Genau. Was sind unsere Methoden? Oh, ich muss hier klicken, Moment. Unsere Methoden, um irgendwie Kinder- und Jugendarbeit zu machen oder Erziehung. Übrigens, Didaktik, auch so ein Buzzword, was man sagen muss, kommt aus dem Griechischen, von Didasko, lehren. Also ist auch eng damit verbunden, lehren und erziehen. Deshalb, wenn man darüber spricht, Leuten was beizubringen, ist das Didaktik, und Pädagogik ist, wenn man halt explizit mit Kindern arbeitet. Deshalb müssen auch Leute, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, oder Trainer, die Erwachsene irgendwie trainieren, jetzt kein pädagogisch geeignetes Konzept haben, weil die einfach nicht mit Kindern arbeiten. Ne? Deshalb ist das dem Namen nach schon Unfug. Wenn einer sowas mal erzählt, hört man auch gelegentlich mal. Ja. So, oder irgendwie in der Uni, im Seminar, ja, hier, das ist pädagogisch wertvoll. Ja, wir sind aber alle über 20 hier. Okay, so viel dazu. Was sind unsere Methoden, die uns zur Verfügung stehen? Habt ihr in der Zwischenzeit schon alle gelesen, die Folie? Ja, klar, erklären, so machst du einen Kreuzknoten. Sagen, zeigen, das sind die beiden Möglichkeiten von erklären.
Operantes Konditionieren. Was operantes Konditionieren? Ja, operantes Konditionieren ist so, Kind macht einen Kreuzknoten, ist aber am Ende irgendein Gewusel. Sag ich, ja, das ist nicht so gut. Kind macht einen Kreuzknoten und der ist richtig. Dann sage ich, ja, Mensch, das hast du aber gut gemacht. So, das operantes Konditionieren. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an, wie das funktioniert. Dann gibt es natürlich Üben, Trial and Error. So, ich versuche irgendwie meine Wenden zu üben. Und oder ich versuche mein Boot aufzubauen und dann mache ich das und dann fällt das Segel wieder runter, dann habe ich es wohl falsch gemacht, dann mache ich es nochmal anders und dann bleibt es oben. So, zack, habe ich gelernt, wie baue ich Segel auf. Idealerweise. So, oder durch Vorleben, also Modell lernen, ein schönes Wort mit drei Ls. Das funktioniert am allerbesten, hatte ich ja eben auch schon zum Besten gebracht, diesen ollen Spruch, den es da gibt. Wenn ich zu meinen Kindern sage, so, also Punkt 16 Uhr fangen wir an mit Training. Und dann stehe ich aber immer erst um Viertel nach auf der Matte. Also wenn ich immer um Viertel nach auf der Matte stehe, ist was anderes, ne? Aber wenn ich dann mal eine Viertelstunde zu spät komme, mal 20 Minuten, mal bin ich pünktlich, so, oh, und dann stellt sich auch so schnell so eine, komme ich heute nicht, komme ich morgen, komme ich übermorgen jetzt bestimmt, Lethargie ein. Das wollen wir also nicht. Als Trainer ist es ganz wichtig, dass man sich immer dessen bewusst ist, dass man eine Vorbildfunktion hat. Ich kann den Leuten erzählen, was sie wollen, wenn ich mich selber nicht dran halte. Ja, gibt ja auch noch diesen Spruch irgendwie, man predigt Wasser, aber trinkt selber Wein. Ja, das kommt gar nicht gut an. Da werde ich als unauthentisch wahrgenommen. Dann glauben die Leute mir gar nichts mehr. Also so, das ist ein ganz großer Fehler. Das sollte man nicht tun. Man sollte immer korrekt sein und alles vorleben. Und zum Beispiel auch auf dem Motorboot immer eine Schwimmweste tragen, auch wenn man das Gefühl hat, ja, dass ich da jetzt irgendwie ertrinke, ist jetzt nicht so wahrscheinlich. Aber trotzdem immer vorleben, weil wenn ich das nicht konsequent mache, kann ich von meinen Kindern das auch nicht verlangen, dass sie das konsequent tun. Kann ich schon, aber die machen es halt nicht. Was gibt es noch zu Kindern zu sagen? Sind keine kleinen Erwachsenen, ja. Also ich kann mit denen nicht so umgehen wie mit Erwachsenen, sondern ein bisschen anders halt. Die sind, also Kinder sind nicht gleich Kinder, es gibt verschiedene, ja, und die entwickeln sich. Und es ist auch nicht jeder Achtjährige gleich. Und Jungs sind anders als Mädchen. Achtjährige sind anders als Zwölfjährige. Und die einen sind, oder die Kinder mit Migrationshintergrund sind nochmal ein bisschen anders als die deutschen Kinder, weil sie vielleicht irgendwie schon irgendwelche rassistischen Erfahrungen gemacht haben oder weil sie einfach nicht so gut Deutsch sprechen. Ja, die sind dann nicht dumm, die sprechen einfach noch kein Deutsch. Oder wenn ich Kinder habe, die zum Beispiel schwerhörig sind, dann sind die auch nicht blöd, weil die mich verstehen, sondern die hören halt einfach nur die Hälfte. Ja? Und wenn ihr nur die Hälfte von mir hören würdet, würdet ihr es auch nicht verstehen. Hoffentlich versteht ihr es so. Ja, also Kinder sind nicht gleich Kinder. Die haben alle irgendwie unterschiedliche Faktoren. Was genau das en Detail ist, gucken wir uns auch noch an. Und die entwickeln sich vor allem auch. Ja? Also wenn ich nur eine Woche mit jemandem zu tun habe, ist das jetzt nicht so auffällig. Aber wenn ich jetzt über Jahre mit einem Jugendlichen oder mit einem Kind arbeite, ja, ich habe bei mir Kinder in der Arbeit, die sind schon seit irgendwie 5, 6 Jahren jetzt bei mir, die sind mit 8 angefangen und sind jetzt, ha, Mathe-Profis aufgepasst. Genau, also da sieht man schon eine deutliche Entwicklung und muss dann auch aufpassen als Leiter, dass man diese Entwicklung mitmacht und dass man nicht im Kopf denkt, ja, als ich den kennengelernt habe, hat er immer noch in die Hose gemacht und immer rumgeheult, wenn viel Wind war. Ja, man muss sich davon lösen. Das ist jetzt irgendwie 3 Jahre her oder sowas und jetzt ist das Kind plötzlich ganz anders. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie Wahnsinn oder sowas, sondern das ist halt einfach der Lauf der Zeit. Und vor allem ist es auch okay, wenn Kinder sich unterschiedlich entwickeln, ja, wenn die einen noch nicht so weit sind als wie die anderen. Ja, das heißt dann vielleicht, dass sie später dazukommen. Ja. Alles okay und nicht alle Kinder müssen immer das Gleiche können in dem Alter. Einige sind vielleicht koordinativ auch nicht so gut. So, da kann man die natürlich fördern. Aber was man nicht denkt, um Gottes Willen, ein hoffnungsloser Fall, abschreiben. So, nee, das ist okay, wenn das unterschiedlich ist. Apropos Entwicklung. Jetzt gucken wir uns mal ein paar Entwicklungsstufen an. Also, die Entwicklungsstufe, erste Entwicklungsstufe ist Vorschulkinder. Dann haben wir irgendwann, kommen die in die Schule. Dann werden die groß, dann kommen die in die weiterführende Schule, kommen die in die Pubertät und dann sind sie erwachsen. So. Jetzt gucken wir uns die Gruppen mal einzeln an. Vorschulkinder gucken wir uns nicht an, weil Kinder von 3 bis 6 Jahren habe ich nicht im Segeltraining, gucke ich mir auch nicht an. Wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr euch ein Buch kaufen.
Oder eine Juleika-Ausbildung machen, da kommen die auch dran. So, also fangen wir an hier mit der Gruppe 6 bis 8 Jahre. Schulkind, Ruhe- und Latenzphase heißt das hier auf Schlau noch. Ne? Also es sind so die Leute, die im Opti zu segeln anfangen gerade. Ja, es ist auch nicht bei jedem, also es ist ja auch nicht so, dass die Leute, wenn sie 8 werden, plonk umschalten und dann zur anderen Entwicklungsstufe gehören. Ne? Das ist alles ein bisschen fluide, wir haben schon gesagt. Die entwickeln sich unterschiedlich schnell. Ne? Wer ist unsere Hauptbezugsgruppe? Familie und Schule. Klar, die sind halt irgendwie so zu Hause sozialisiert, vielleicht mit ihren Geschwistern. Und die sind gerade in die Schule gekommen und da sind schon einige Zeit in der Schule und haben da vielleicht auch schon erste Freunde gefunden. Was sind so Besonderheiten? Eine Einordnung, ja, das heißt, ich ordne mich so in die Welt ein. Guck, was ist so mein Platz? Aha, das sind meine Eltern, das ist meine Schule, das ist mein Verein. Okay, der ist der Trainer, der hat mir Anweisungen zu geben. Das sind andere Kinder. Ah, okay, ja, die mag ich nicht. So, ne? Leistung habe ich hier noch aufgeschrieben. Was habe ich damit gemeint? Keine Ahnung. Soziale Verantwortung. Also die Kinder lernen jetzt hier zum Beispiel, wenn einer hinfällt, dann helfe ich dem auf. So, das ist gemein, wenn ich einfach weiterlaufe. Das sollten die Kinder optimalerweise da lernen. Und es gibt ein, also zum Entwicklungsstand, es gibt ein zunehmendes Interesse an der Umwelt. Ja, Kinder sind im Grundschulalter unfassbar neugierig, wollen alles von einem wissen, stecken ihre Nase überall rein. Und in diesem Zuge bilden sich aber auch individuelle Interessen heraus. Ne? Und die bilden sich halt jetzt gerade heraus. So, es kann halt sein, dass ich Leute habe, die jetzt beim Opti-Training sind und irgendwie stellen die dann fest, ah, die haben da doch keinen Bock drauf. Ne? Oder es kann sein, dass sie da irgendwie ein Special Interesse entwickeln, woran auch immer. Ja, muss man einfach wissen. Es gibt erste Gehversuche im außerelterlichen Sozialverhalten. Das heißt, die Kinder haben vielleicht vor ja schon mit anderen Kindern ein bisschen was zu tun gehabt, aber vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel mit allen anderen Erwachsenen. Vielleicht irgendwie Erzieherin im Kindergarten oder so. Oder Erzieher gibt es ja auch. Ja, weiß man nicht so genau, mit wem die da so zu tun haben. Aber nicht so viele, so Großeltern vielleicht auch noch mal. Irgendwie Onkel, Tante, weiß der Kuchen. Aber halt noch nicht so, dass sie sich selber und ohne Eltern irgendwo etablieren müssen. Und das ist jetzt natürlich in so einer Gruppe mit Kindern oder so einer Opti-Gruppe, ist das, und mit Trainern ist das natürlich eine gute Gelegenheit, das mal einfach zu üben. Aber die sind halt entsprechend noch ungeübt im sozialen Miteinander. Also man merkt das daran, vielleicht kriegen die das Duzen und das Siezen nicht ganz auseinanderklabüstert. So, das gibt sich dann aber auch irgendwann, checken die das, wie das läuft, das System. Oder die siezen generell alle anderen Erwachsenen. Und bei uns ist es in der Segelszene allgemein ist es ja üblich, sich zu duzen. So, das kriegen die noch nicht so ganz sortiert, weil in der Schule müssen die Erwachsenen immer siezen und bei uns müssen die plötzlich duzen. So, das ist unfassbar schwierig für Kinder, das alles auseinanderzuhalten. So, Konflikte. Wie lösen die Konflikte? Also meistens weiß man so mit 6 bis 8 Jahren schon, dass man die anderen Leute da nicht einfach hauen darf. Ja? Also vielleicht gibt es mal irgendwie eine Rauferei oder sowas, aber es sollte eigentlich in dem Alter nicht mehr vorkommen, dass Kinder tatsächlich massive Gewalt anwenden, weil mit 6 bis 8 haben die halt auch schon Kraft und können was kaputt machen. So, im Kindergarten kann man das noch nicht immer sagen, aber in diesem Alter auf jeden Fall. Und was auch so ist mit den Kindern, ist, dass sie unkritisch sind und vieles glauben. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie einen komischen Scherz mache oder Ironie ist auch so ein Stilmittel. Ich liebe ja Ironie. Also ich liebe Ironie, genau. Und das checken die aber oft nicht. Ja. Also ein 6-Jähriger nicht, vielleicht ein 8-Jähriger schon mal, wenn es sehr, sehr offensichtlich ist. Aber so die feine Ironie, die ja eigentlich nur die gute Ironie ist, die checken die halt nicht. Ja. Und das muss ich halt wissen, ne? Wenn ich jetzt so einen ironischen Spruch bringe und dann nimmt das Kind das ernst, das kann zu bösen Missverständnissen führen. So. Ich mache das auch gerne, mea culpa, ja, aber sollte man eigentlich nicht tun. Und glaubt aber auch vieles von dem, was ihm so erzählt wird, gerade auch im Internet. Und natürlich auch vieles, was nicht hundertprozentig stimmt. Eltern erzählen auch mal Quatsch, Lehrer auch, andere Kinder auch. Aber das Kind kann auch nicht so genau unterscheiden, ist da jetzt was dran oder nicht. Ne? Das übt sich halt in dem Alter. Und die Kinder haben auch ein mega gutes Gedächtnis. Klar, deshalb ist das halt auch super, in dem Alter irgendwie was zu lernen.
Und die können zwar nicht irgendwie gut, wirklich gut zuhören über einen längeren Zeitpunkt, aber da bleibt ganz, ganz viel hängen und es fällt Kindern unendlich viel leichter, was zu lernen, als es das Erwachsenen tut. Sie sind unkritisch gegenüber eigenen Leistungen, das ist vielleicht auch noch so ein Problem, dass sie denken, sie sind der King, aber eigentlich können sie nichts. So. Das ist natürlich aufpassen, dass man denen nicht einfach sagt, so, du kannst aber nichts, so. Sondern dass man da irgendwie behutsam mit umgeht. Es gibt ein Anpassungsbedürfnis an Gleichaltrige, ja, da fängt das langsam mal an zu gucken, wer ist denn cool. Ja. So, was haben die anderen an, was ziehe ich an, warum haben die anderen Schleifenschuhe, aber ich muss noch Klettschuhe tragen. Was finde ich, keine Ahnung. Die anderen haben schon ein Handy, ich habe kein Handy, so. Im Kindergarten, gut, im Kindergarten hat man kein Handy, aber da fällt einem das auch nicht so sehr auf. Ganz wichtig ist auch noch das Bedürfnis nach Zuwendung. Heißt auch viel durch Zuwendung durch Erwachsene. Also es kann sein, dass die Kinder mal irgendwie in den Arm genommen werden wollen oder sowas. Ja, und wenn es dieses Bedürfnis gibt, muss man das halt auch irgendwie in einem gewissen Rahmen, sage ich jetzt mal. Also ich muss jetzt nicht dauerhaft irgendwie ein Kind auf dem Schoß haben oder sowas. Aber irgendwie kann mal sein, dass irgendwie ein Kind das Bedürfnis hat, mich dazu umarmen, wenn ich der Trainer bin. Da sollte ich jetzt hier nicht irgendwie mir so ein Polizeischild mitnehmen und das hochhalten und dann so patsch, springt das Kind dagegen, sondern dann muss man da halt auch irgendwie mal mitspielen. So. In einem gewissen Rahmen. Was ist jetzt für mich als Jugendleiter oder als Trainer wichtig? Ich muss denen mit Pflichten und einer verbindlichen Ordnung begegnen. Ja. Also ich sage, Kinder, hier, jeder geht mit einer Schwimmweste aufs Wasser. Ihr baut, also zusammen werden alle Boote ins Wasser gelassen. Ihr fahrt erst los, wenn alle im Wasser sind und ich euch das sage. Wenn die Boote rausgeholt werden, packt ihr alle mit an, keiner geht sich umziehen. So, die kommen davon allein oft nicht drauf, sondern denken sich, ach ja, mein Boot ist weg, jetzt ziehe ich mich mehr um. Und dass da hinten dann noch irgendwie 10 Boote im Wasser sind, who cares? So, also, verbindlich, 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 nicht so viel diskutieren. Es ist das goldene Zeitalter des unbelasteten Lernens, ja. Also, habe ich eben schon gesagt, Gedächtnis ist gut, Neugier ist da. Super Voraussetzung für Lernen. Man sollte die Kinder mal ein Abenteuer erleben lassen, ja, also auch mal irgendwie nicht vor allem beschützen, sondern in einem gewissen Rahmen natürlich sagen: So, heute ist jetzt mal viel Wind, ihr segelt jetzt mal selber raus, ihr kriegt das schon sortiert. Und hoffentlich sind die dann nicht bis ihr Lebensende traumatisiert, sondern finden das richtig cool, was sie geschafft haben. Wobei Abenteuer muss man hier immer in Anführungszeichen setzen. Es gibt ja diesen Spruch, irgendwie ein Abenteuer ist nur ein Planungsmangel. Ja. Also ich sollte natürlich schon selbst alles unter Kontrolle haben und nicht sagen, so, das wird jetzt mal lustig, ob sich heute einer einen Arm oder ein Bein bricht. Ja, das ist offensichtlich nicht der richtige Ansatz. Ja. Aber ich sollte auch nicht jedes Risiko genau immer minimieren. Natürlich auf meiner Seite schon, aber die Kinder auch mal einem gewissen Risiko irgendwie natürlich alles im Rahmen aussetzen, dass sie sich da selber beweisen können. Wie sie drauf sind. Und was ich natürlich auch tun muss, ist den Wissensdurst stillen, ja, wenn die Kinder mir sagen, ah ja, Mensch, was ist denn das hier und was ist das für ein Knoten? Kein Kind will freiwillig Knoten lernen, oder naja gut, in dem Alter vielleicht auch noch. Oder ja, wie geht denn das hier XY? Ja, dann soll ich auch nicht sagen, ja, das ist noch nicht dran, das kannst du in 3 Jahren behandeln, so, sondern kann man das schon nochmal drauf eingehen. Möglichkeit zum Wettkampf untereinander mit fairen Regeln, das ist auch ganz wichtig, weil wenn ich jetzt da irgendwie mein Auge zudrücke, dann sind die gleich beleidigt. Hier, Paul hat aber geschummelt. Mimimi, Rumgeheule. Deshalb faire Regeln. Und Wettkampf jetzt nicht irgendwie so übertreiben und voll jetzt die Kinder drillen, sondern dass sie einfach mal ein bisschen spielerisch ihre Kräfte untereinander messen können. Viel geredet zu einer Gruppe, mit der wir eigentlich nicht so viel zu tun haben. Gucken wir mal, dass wir einigermaßen durchkommen jetzt mit den Opti-Seglern. Ihr könnt euch die Folien ja auch nochmal angucken. Ich lese jetzt nur noch die wichtigsten Punkte vor. Genau, also die Hauptbezugsgruppen verändern sich halt. Es gibt einen Freundeskreis jetzt neuerdings, die kleine Gruppe bei uns vielleicht. Optimalerweise bauen wir so eine kleine Gruppendynamik auf oder eine große Gruppendynamik, dass die Leute sagen, so, das ist meine Gruppe, da fühle ich mich wohl. Kann man dann auch durch verschiedene Methoden, irgendwie mal eine Übernachtungsaktion oder sowas oder gemeinsame Spiele super stützen. Das ist eine wichtige Bezugsgruppe. Die Familie ist immer noch wichtig, aber nicht mehr so sehr. Und in diesem Alter prägt sich der Charakter der Kinder später.
Selbstbewusstsein bildet sich aus, genau, klar. Und die Kinder sind nicht mehr so stark auf sich selbst bezogen. Also sie nehmen jetzt auch wahr, okay, es gibt jetzt in meiner Umwelt auch noch andere Menschen, die haben auch Bedürfnisse. So, okay, also wenn ich dem Trainer sage, du dumme Sau, dann findet er das nicht so gut. Okay, ja, würde ich vielleicht auch nicht so gut finden, wenn das einer zu mir sagt. Das fängt da jetzt langsam an, so in der Altersklasse. Es gibt natürlich immer noch das Interesse zu lernen. Und es gibt jetzt auch die Fähigkeit zu antizipieren etwas. Also wenn ich jetzt dem Kind sagt, der Verein, den gibt es hier seit 40 Jahren und Henning hat schon vor 30 Jahren irgendwie die Ausbildung hier gemacht, dann kann ich jetzt auch sagen, ja, okay, also ich bin jetzt halt erst ein Jahr hier und segel erst seit einem Jahr, aber ich kann mir vorstellen, dass vor mir auch schon Leute gesegelt sind. Ne? Das kommt da auch dieses Gefühl dafür. Es bildet sich so eine Rangordnung. Und es gibt einen hohen Konformitätsdruck. Also wenn die jetzt alle blaue Haare haben, ja, und ich habe keine blauen Haare, dann will ich vielleicht auch blaue Haare haben, weil ich das Gefühl habe, so, sonst gehöre ich ja nicht dazu. Gruppendynamik. Muss man manchmal reingrätschen, dass das nicht überhand nimmt. Sollte man als Leiter auf dem Schirm haben, dass es zu sowas kommen kann. Und das können natürlich nicht nur so banale Dinge sein wie irgendwie Haarfarbe. Kann auch sein, dass mit diesem Konformitätsdruck Mobbing betrieben wird. Ja? Wenn man dann auf einer Person rumhackt und die anderen wollen dazuhören, hacken die da auch drauf rum. Ganz, ganz schlechte Situation für uns. Sollte man wahnsinnig aufpassen, dass man sowas frühzeitig erkennt. Was generell noch wichtig für die Leiter? Okay, man sollte jetzt Teamspiele anbieten und Erfolgserlebnisse müssen die haben, ja, weil, wie gesagt, das Selbstbewusstsein bildet sich jetzt und wenn ich immer nur Misserfolge habe, vielleicht in der Schule noch schlecht bin, dann kann ich halt irgendwie mein Selbstbewusstsein nicht so wirklich bilden und das hält dann auch ein Leben lang voll Schaden. Deshalb sollte man da die Möglichkeit geben, einen Erfolg hinzuzuführen und auch in der Gruppe kann man Erfolg haben. Das heißt, wenn man mal jemanden hat, der jetzt irgendwie nicht so cool dabei ist, irgendwas zu tun, kann man ihn irgendwie in die bessere Gruppe reindisponieren. Man hat da ja durchaus Möglichkeiten als Leiter und dann dafür sorgen, dass dieses Kind hier auch mal ein Erfolgserlebnis hat. Ja, meine Gruppe hat gewonnen. Super. Ja. Spielt ja keine Rolle, dass das an den anderen Leuten lag, ne? So, Jugendleiter wandelt sich vom Schiedsrichter zum Berater. Genau, also es ist jetzt nicht mehr so wichtig, dass der immer nur auf die Regeln guckt, sondern der kann halt auch mal ja, die Leute beraten, was ein Berater halt macht. So, gucken wir mal hier. Das ist jetzt so unsere Jollengruppe. Jetzt ändert sich das so ein bisschen, je nachdem, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Mädchen sind in der Entwicklung immer, oder ist immer, aber so ab der Pubertät, wo das so anfängt, dass die Hormone sich ausschütten. Verzeihung, den Jungs ein bisschen voraus. So, das gibt sich dann auch irgendwie mit 18, 19, 20 wieder dieser Unterschied. Aber Mädchen vollziehen diese Entwicklung, also sowohl die körperliche als auch die mentale Entwicklung, einfach zeitlich ein bisschen früher. Meine persönliche anekdotische Erfahrung ist, das stimmt auch, Mädchen in dem Alter sind meistens weiterentwickelt als Jungs in einem gegebenen Alter. Und deshalb finde ich zum Beispiel, dass man bei Gruppenumstiegen auch ein Mädchen ruhig mal irgendwie ein bisschen eher umsteigen lassen kann als ein Jungen, wenn er noch nicht gern oder wenn jetzt jemand altersmäßig auf der Kippe steht. Aber das ist natürlich auch wieder von Person zu Person unterschiedlich. Ja. Also es kann ja auch ein Mädchen mit 12 Jahren erst in die Vorpubertät kommen und ein Junge schon mit 11 Jahren. Das überlappt sich ja. Kann ja auch ein Mädchen mit 9 und ein Junge mit 14 und so. Also, nicht so ganz klar. Geregelt, will ich jetzt mal nicht sagen. So. Genau, was zur Bezugsgruppe zu sagen? Ja, also Familie ist weniger wichtig. Jetzt gibt es plötzlich auch so die Medien, die da eine Rolle spielen. Instagram, TikTok, TikTok, genau. TikTok, you name it. Früher gab es noch die Bravo. Weiß der Kuckuck, also soziale Netzwerke, das Internet, Radio, Fernsehen, wenn es das überhaupt noch gibt. Und so weiter. Aussehen ist wichtig. Das Wachstum ist ungleichmäßig. Ja, also ich habe Leute mit 11, wo ich sage, okay, du bist schon fast erwachsen. Und ich habe Leute mit 11, die sehen aus wie ein kleines Kind. Das ist normal in dem Alter, es wächst sich zurecht.
Kraftschübewechsel mit Ermüdungserscheinungen, ja, also gerade bei Jungs ist das oft so, dass sie irgendwie dann Wachstumsschub gemacht haben und dann Schmerzen haben vielleicht noch und dann irgendwann aber auch einen wahnsinnigen Energieüberschuss haben, ein paar Wochen später oder Tage oder Stunden. Es ist eine Umbruchszeit zur geschlechtlichen Reife und es gibt ein wachsendes sexuelles Interesse am anderen Geschlecht oder bei einigen auch am gleichen. Oder ob am anderen oder am gleichen muss ich erst noch rausfinden und dann probiert man irgendwie mal ein bisschen rum, was man tut, wenn man jung ist. Da müssen wir aufpassen, dass das nicht zu sehr bei uns in der Jugendgruppe passiert, weil also natürlich ist es so, dass wenn ich jetzt irgendwie ein Paar bei mir habe, dass sie dann vielleicht auch öfters zu mir kommen, weil sie sich dann sehen können, ihren Schwarm. So, aber eigentlich will ich das ein bisschen bei mir raushalten, damit ich auch gleichzeitig mir die ganzen Probleme, die damit einhergehen, vom Hals halte. Und da gibt es also ab einer gewissen Schwelle halt dann auch schon rechtliche Hürden, was ich beachten muss. Kommen wir später noch zu, wenn wir uns mit dem Recht oder mit Prävention sexualisierter Gewalt, weiß ich noch nicht so ganz genau, beschäftigen. Es gibt nach Interesse eine große Aufmerksamkeit oder Unaufmerksamkeit. Wenn die Jungs und Mädels irgendwie ein Thema spannend finden, dann brennen die da richtig für. Und wenn die was nicht interessiert, ja, dann wird halt nie mehr aufs Handy geguckt oder irgendwie was gelesen oder gequatscht. So. Muss ich nicht persönlich nehmen. Irgendwie. Ist halt so. Es wird nach Begründungen gesucht, also ich nehme jetzt nicht mehr alles hin und sage, okay, der Leiter hat uns gesagt, dann wird das wohl so sein, sondern ich habe jetzt irgendwie ein Interesse daran, das zu diskutieren. Es gibt eine seelische Innenwendung, also vielleicht lasse ich jetzt nicht mehr alle meine Gefühle sofort raus, sondern spreche da eher nicht mit irgendwem drüber, sondern mache halt das alles für mich. Es gibt oder die Leute in dem Alter sind oft empfindlich, verletzlich und unsicher, ja, weil das ist halt eine Umbruchsphase. Und wenn die anderen mir alle sagen, ich bin doof, dann trifft mich das jetzt hier vielleicht besonders, weil ich noch nicht so das Selbstbewusstsein aufgebaut habe, dass ich sowas an mir abperlen lassen kann, aber auch nicht mehr diese kindliche Naivität habe. Also das ist eine vulnerable Phase, wie man so schön sagt. Und hier muss ich ein bisschen sensibel sein, auch wenn die in dem Alter vielleicht nicht so aussehen, als ob man ihnen gegenüber sensibel sein müsste. Und oft sind die Kinder zu kritisch oder zu selbstkritisch auch, sind mit ihren eigenen Leistungen nicht zufrieden, mit ihrem eigenen Aussehen, was auch immer. Und es gibt einen ausgeprägten Hordentrieb, klar. Und man will nicht mehr die Kinder sein. Das fängt auch so in dem Alter an. Was muss ich als Leiter beachten? Es gibt ein Bedürfnis nach Verständnis und Gespräch. Also vielleicht muss ich mich auch mal jetzt in dem Alter schon hinsetzen und sagen, okay, also pass auf, der Co-Trainer macht jetzt eben mal das Training und du hast hier irgendwie ein Problem und wir setzen uns jetzt mal in Ruhe 5 Minuten hin und besprechen das mal. Das funktioniert irgendwie mit einem Sechsjährigen nicht. Mit dem kann ich mich nicht 5 Minuten hinsetzen und ernsthaft was besprechen. Aber in dem Alter halt schon. Möglichkeit für eigene Projekte, klar, damit die sich selber entwickeln können. Ich-Findung haben wir eben auch schon, da habe ich gar nicht drüber gesprochen, habe ich dreist übersprungen. Also die Jugendlichen entwickeln sich jetzt hier und können das natürlich gut machen, wenn sie irgendwie was Eigenes machen können. Und was gefährlich ist, ist dieses Grenzen austesten. Ja, es kann dazu kommen, durchaus, dass einzelne Mitarbeiter gezielt provoziert werden oder vielleicht alle Mitarbeiter gezielt provoziert werden. Es gibt welche, an denen perlt das einfach so teflonmäßig ab. Ja, und es gibt welche, die können das gar nicht ab und die sind dann auch relativ schnell wieder raus aus der Altersgruppe. Also einen frischen Leiter kann ich entweder mit den Kindern einsetzen, weil die noch naiv sind und relativ viel, oder was heißt naiv sind, aber weil die noch relativ viel verzeihen und jetzt nicht gleich jede Schwäche von mir gnadenlos ausnutzen. Oder mit älteren Jugendlichen oder Erwachsenen, weil die wissen, okay, ja, das ist auch nur ein Mensch, der hat auch nur Fehler. Okay, der macht jetzt auch vielleicht irgendwie das erste Mal Training. Aber hier in dem Alter sind die halt wirklich gnadenlos. Machen wir weiter mit den Nachwuchstrainern, habe ich sie jetzt mal genannt. Also bei Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren, Jungs 14 bis 18 Jahre. Da kommt man üblicherweise in die Pubertät. Ah, das ist auch wieder so ein Alles- und Nichts-Wort.
Schauen wir mal durch. Also Hauptbezugsgruppe Jugend, Kultur und Medien. Genau, also jetzt ist das natürlich nochmal deutlich stärker im Fokus, was über die Medien kommt, sowohl über das Internet als auch, naja, im Wesentlichen über das Internet, wenn wir ehrlich sind. Schule ist wichtig, Freundeskreis ist natürlich auch wichtig, hat sich dann schon gebildet, Vereine, Clubs auch wichtig, Familie nicht mehr so wichtig oder man grenzt sich sogar gezielt davon ab. Genau, eine Ich-Findung findet noch statt, Anpassung, Lebensstil. Lebensstil ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Wie wollen wir leben? Bin ich ein Punk? Ja. Oder gibt es eigentlich noch Gothic-Leute? Ja. Sowas bildet sich meistens in diesem Alter raus. Sinngebung. Was ist der Sinn meines Lebens? Ja. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Ad hoc. So. Könnte ich auch noch mal irgendwie eine Lecture drüber halten. Aber so schnell zu beantworten ist das sicherlich nicht. Und das fragen sich halt auch viele Leute ab diesem Alter. Natürlich ist man mit Ende der Pubertät noch nicht aus seinen Sinnfragen raus, aber da sind sie tatsächlich am virulentesten bei den meisten Leuten. Es festigt sich ein Rollen- und Gruppenstatus, also das, was sich so durch Raufereien und Wettbewerbe, Schlagabtäusche in den letzten Jahren so ausgebildet hat, das manifestiert sich jetzt. Familie nicht mehr so richtig, hat man gerade schon gesagt. Freunde Peers sind im Prinzip Leute mit dem gleichen sozialen Status wie ich. So. Also kann man sagen, so meistens Gleichaltrige oder Leute, die auch als Teilnehmer in meiner Gruppe sind, so mit denen. Oder die sind jetzt halt plötzlich viel wichtiger als irgendwie der Trainer, der da vorne rumhampelt. Ich wünsche mir eine intensive Freundschaft, Lebensplanung, genau. Also ich mache mir schon mal langsam Plan, was will ich später beruflich mal machen? Will ich irgendwie Kinder haben? Kann man sich vielleicht auch schon überlegen in dem Alter. Die meisten Leute in dem Alter werden wahrscheinlich eher sagen, nee, die sind laut und nervig, aber einige werden auch sagen, ja, Kinder, total süß. Wie auch immer, will ich irgendwie auf einem Hausboot leben, so solche Träume entwickeln sich dann in dem Alter. Will ich irgendwie Olympiasegler werden, auch das weiß man meistens so in diesem Alter. Also ob man es will, nicht ob man es werden kann. So. Interessen, ja, klönen, gammeln. Gammeln ist ein tolles Wort, das habe ich aus dem Buch, das ist bestimmt irgendwie schon 10 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch kennt, also rumhängen, chillen, würde man heutzutage sagen. Gammeln ist ein tolles Wort. Das sollte man öfters benutzen. Ja, und so Musik hören, das ist natürlich auch wichtig. Weil Musik ist ja auch so emotional. Und da kann man auch wunderbar seinen eigenen Stil haben. Übrigens, falls sich jemand gefragt hat, warum ich eben gezuckt habe, ich habe mir ein Glas Wasser geholt. Wenn jemand so eine Flasche hier trinken muss. Hobbys festigen sich, also wer jetzt segelt, segelt auch noch die nächsten 25 Jahre, vielleicht, vielleicht auch nicht. Gibt ein kulturelles Bildungsbedürfnis, also ich lese jetzt auch mal irgendwie ein Buch, vielleicht nicht nur drei Fragezeichen, sondern vielleicht sage ich jetzt auch mal, ja, ich möchte jetzt auch mal Faust lesen, super Buch. Oder irgendwie was anderes, ich gehe mal ins Kino, ins Theater und ich habe ein politisches Verständnis, also ich verstehe jetzt wie, also nicht nur ich weiß, was der Bundestag ist, sondern ich verstehe auch so, hä, warum kann der Verein jetzt nicht einfach noch ein Boot kaufen? So, sondern ich verstehe sozusagen die Abwägungsprozesse. Ich suche den Sinn des Lebens. Ich auch. Wunsch nach sexueller Partnerschaft. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Und was ich total super gefunden habe als Kriterium für, wann sind die Leute erwachsen oder wann fangen die Leute an, erwachsen zu werden, wenn die freiwillig schlafen gehen. Da kriegen wir im Training nicht so wild. Also, wenn die im Training schlafen gehen, nicht so gut. Ja? Aber so auf Freizeiten kriegt man das ja auch mit, wenn die Leute dann sagen, so bin müde, Ceausescu. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen für persönliche Reife. Ein sehr gutes. Freiwillig Zähneputzen auch, ne? Selbstständigkeit stärken, das sollte man auf jeden Fall machen. Eigene Projekte hatten wir auch eben schon besprochen. Gruppenzusammenhalt ultra wichtig, klar, weil ich halt eben, weil halt eben Freundschaft so eine wichtige Rolle spielt, ist es auch wichtig, dass ich da meine Gruppe habe und dass sie tatsächlich auch sozusagen eng ineinander greift und gut verzahnt ist.
Und ich will jetzt auch langsam Verantwortung übertragen. Deshalb geben wir ja auch die Möglichkeit, Nachwuchstrainer zu werden, zum Beispiel, weil das jetzt so die Altersklasse ist, wo man langsamer Verantwortung übernehmen kann. Aber in einem geschützten Rahmen, also ohne zu überfordern. Ich kann jetzt nicht zu 14-Jährigen sagen, ja, pass auf, bist ja heute 14 geworden, morgen machst du mal das Training, ich bleib zu Hause und setz mich aufs Sofa. So, das ist nicht so gut, sondern so schrittweise ranführen, begleiten, Mentoring, wichtig, wichtig, helfen zur Seite stehen, also Mentoring, auf Deutsch gesagt, und Lust auf Engagement machen, wie auch immer das geht. Jetzt haben wir einen Arbeitsauftrag und der ist irgendwie layouttechnisch schief gelaufen. Moment. Ja, okay. Alles klar. Also. Ja, das ist doch gar nicht mein Arbeitsauftrag. So. 10 Minuten in Gruppen. Kann ich jetzt natürlich nicht stoppen. Ist egal. So. Also, ihr leitet ein Ferienprogramm. Freizeit an der Schlei oder sowas. So für eine bestimmte Altersgruppe. Könnt ihr euch aussuchen, welche Arbeitsgruppe. Ne? Und weil Flaute ist, könnt ihr nicht segeln. Was macht er in den nächsten 6 Stunden? Ja, idealerweise hat man natürlich vorher schon einen Plan für sowas. Aber falls nicht, dann müsst ihr jetzt mal kreativ sein, könnt euch 10 Minuten zusammensetzen mit euren anderen Leitern. Oder wenn ihr jetzt irgendwie zu Hause alleine seid, müsst ihr euch halt mit euch selber zusammensetzen. Und ein altersentsprechendes Programm machen mit mindestens 3 Programmpunkten. Kriegt man jetzt vielleicht nicht gerade 6 Stunden mit voll, aber trotzdem solltet ihr euch mal überlegen, was kann ich mit denen machen? Sucht euch eine Altersgruppe aus und dann macht ihr irgendwas, was diese Altersgruppe individuell fördert. So, hier haben wir hier nochmal die Entwicklungsstufen. Übrigens, wer aufgepasst hat, hat festgestellt, dass wir nicht nur Vorschulkinder übersprungen haben, sondern auch die jungen Erwachsenen bis 27 Jahre, weil die für uns jetzt auch nicht mehr so ultra relevant sind. So, hoffentlich funktioniert die Animation. Juhu. Also, ich habe Anlagefaktoren. Wovon hängt meine Entwicklung ab? Von meinen Anlagefaktoren und von meinen Umweltfaktoren. Die beiden sind es. Meine Anlagefaktoren sind einmal, habe ich eben schon gesagt, das Reifungstempo. Also jeder reift unterschiedlich schnell. Körperliche, seelische Konstitution. Also wenn ich jetzt irgendwie mega dick bin, kratzt das vielleicht dauernd an meinem Selbstbewusstsein. Oder wenn ich irgendwie eine Krankheit habe, im Rollstuhl sitze, entwickle ich mich vielleicht anders als jemand, der das nicht hat. Und meine seelische Konstitution auch. Da spielen auch so Sachen rein, wie was habe ich so als Kind erlebt, wie ist man mit mir umgegangen. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht bin ich ohne Eltern aufgewachsen, ne? Das sieht man mir jetzt nicht an, aber in mir drin ist es total aufgewühlt deshalb. Oder ich habe irgendwie schlimme Dinge erlebt, ein Elternteil ist gestorben, Geschwister ist gestorben, was auch immer man da alles erleben kann. Das tragen die Leute, also nicht nur die Kinder, sondern alle in so einem unsichtbaren Rucksack quasi mit sich rum. Und das ist halt wichtig für die Entwicklung. Daraus lässt sich viel erklären und man sieht es halt nicht direkt. Ja? Also ein Punkt, wo man wirklich sensibel sein muss. Und die Vitalität, also es gibt Leute, wo man immer das Gefühl hat, schläft gleich im Stehen ein. Und es gibt Leute, wo man auch sagt, sag mal, irgendwie entspanne ich mal ein bisschen. So, die immer hibbelig sind und überall rumlaufen müssen und alles angrabbeln. So. Ja, das ist einfach von Person zu Person unterschiedlich. Als Leiter hat uns natürlich immer so ein Mittelding recht, aber wir können unsere Kinder ja nicht im Katalog bestellen. Also wäre manchmal ganz schön, aber wird die Sache langweilig machen. So, Motorik, also es gibt Leute, die können keinen Ball fangen. Hallo! Und es gibt Leute, die haben überhaupt keine Feinmotorik, oder es gibt Leute, die können mega gut so handwerkliche Sachen machen, wo man sich auch denkt, boah, hier, du könntest ja irgendwie Herzchirurg werden oder sowas. Genau, Temperament verschwimmt so ein bisschen mit Vitalität. Ist aber auch, wie schnell rege ich mich jetzt zum Beispiel so auf, ruhe ich eher in mir selber, kann kommen, was wollen, und ich bin die Ruhe selbst. Oder ist, sobald irgendwas schief läuft, kriege ich da den großen Panikalarm und einen roten Kopf und drehe mich im Kreis. So. Und Intelligenz, es gibt Leute, die sind einfach doof. Ne? So, und es gibt Leute, die sind einfach clever. Ja? Und ganz viele Leute natürlich dazwischen. Wenn ich da irgendwie so einen Hochbegabten habe und der macht sich immer über den Deppen lustig, dann
muss ich da als Jugendleiter intervenieren. Und zwar kann ich an der Intelligenz natürlich nichts ändern, aber ich kann versuchen, auf gegenseitiges Verständnis hinzuarbeiten. Oder es kann versuchen, muss das versuchen. Und vor allem muss ich auch mein Programm anpassen, ne? Weil wenn ich Leute habe, denen ich alles 10-mal erklären muss, bis sie das irgendwann mal checken, ne? Dann langweile ich eventuell den, der es beim ersten Mal schon verstanden hat. Und deshalb diese Schulung jetzt zum Beispiel auch als Video, weil der ist, also no offense, wenn ihr euch das öfters anguckt, heißt nicht, dass ihr doof seid. Ne? Vielleicht habe ich es auch schlecht erklärt. Oder irgendwas anderes, keine Ahnung, weiß ich nicht. Genau, deshalb gibt es das als Video, damit die einen, die es beim ersten Mal gecheckt haben, sich das nicht in aller Breite anhören müssen und die Leute, die das gerne ein drittes, viertes, 20. Mal hören möchten, das auch ohne Probleme können und nicht den anderen dabei auf den Sack gehen. Was gibt es noch? Umweltfaktoren gibt es noch. Herkunft der Eltern. Ja? Wenn meine Eltern jetzt türkisch Kollege sind und nichts Deutsch sprechen. Ja? Ha, Klischee, Klischee. Die meisten sprechen gut Deutsch. Aber wenn das so ist oder wenn meine Eltern arm sind, ja, Arbeiterhaushalt, irgendwie meine Mutter nichts gelernt, mein Vater nichts gelernt. Hartz V in der 8. Generation, nee, irgendwie so anders. Dann habe ich natürlich schon mal ganz andere Faktoren, als wenn meine Eltern jetzt reich sind, Akademiker sind und irgendwie Uniprofs sind, so zwei Uniprofs als Eltern. Da geht es mir natürlich anders, als wenn ich irgendwie, oh, das ist jetzt Klischee, wenn ich sage Müllmann und Putzfrau, ne? Ja, aber also ihr versteht, worauf ich hinaus will, ne? Also no offense, sind mega wichtige Berufe alles und jeder hat seine Rolle, aber es gibt halt so verschiedene Faktoren im Elternhaus, die einfach eine Rolle spielen und sich auf die Entwicklung der Kinder auswirken. Bildung, gerade schon erwähnt. Glaube ist auch so eine Sache, ja. Also wenn ich irgendwie in einem christlichen Elternhaus aufwachse und mir wird das von vornherein eingebläut, so, dass irgendwie Gott mich liebt, dann habe ich vielleicht auch irgendwie eine andere Beziehung dazu, wenn jetzt irgendwie ich das Gefühl habe, ja, die anderen Kinder mobben mich alle, sondern dann weiß ich so, ja, irgendwie, ja, aber Gott liebt mich ja so. Und da kann ich damit viel besser umgehen, als wenn ich jetzt damit ganz alleine bin, zum Beispiel. Oder wenn ich Moslem bin, dann habe ich vielleicht irgendwie ein anderes Verhältnis zu Regeln. Ja, das ist tatsächlich so, dass Muslime einfach weil es im islamischen Glauben, also ich weiß nicht, ob es ein kulturelles oder ein religiöses Ding in erster Linie ist, aber meiner Beobachtung nach kriegen oder werden muslimische Kinder oft strenger erzogen. Und hören auch besser. Aber da gibt es natürlich auch solche und solche. Das ist nur so eine Tendenz, was man aber einfach im Blick haben muss. Man muss natürlich auch im Blick haben, so offensichtliche Sachen, so wie. Ja, meine Tochter ist aber muslimischen Glaubens und ich will jetzt aber nicht, dass sie irgendwie bei Sommer im Bikini segeln geht. Ja, oder mein Sohn soll jetzt irgendwie keine Mädchen mit nackten Beinen sehen. Gibt es ja solche Leute, ja. Man muss einfach ein bisschen sensibel für sein und nicht sagen, ja, ihr seid ja Fundamentalisten hier raus hier, sondern es sind einfach bestimmte Sachen, die bei uns so Usus sind, sind halt in anderen Kulturen oder Glaubensrichtungen, hier steht jetzt Glaube, natürlich spielt Kultur da auch mal mit rein, haben da halt eine andere Gewichtung. Wohnmilieu ist wichtig, wohne ich auf Etage, dann kann ich das vielleicht viel mehr genießen, wenn ich auch mal irgendwie zur Gartenarbeit komme, habe ich selber einen großen Garten, dann habe ich keinen Bock irgendwie auf Gartenarbeit oder sowas. Nun stellt sich vielleicht Sachen noch nicht so. Und natürlich auch, welche Nachbarschaft habe ich, wenn die bei mir Drogen verkaufen um die Ecke und ich muss erstmal an fünf Dealern vorbei auf dem Weg zum Segeltraining. Ja, dann habe ich vielleicht auch eher ein gewisses Risiko, in so einen Sumpf da abzurutschen. Oder wenn ich irgendwo in der Gegend mit einer hohen Kriminalität bin, ist mein Risiko einfach statistisch gesehen höher, dass ich selber kriminell werde. Natürlich ist nicht jeder, der in einer kriminellen Gegend wohnt, kriminell. Ne? Oder was heißt es überhaupt, eine kriminelle Gegend? Ja. Aber wenn ich in einem Villenviertel wohne oder irgendwo, wo ganz reiche Leute sind, ja, haben wir eben schon gesagt, Herkunft der Eltern, das spielt alles ein bisschen mit zusammen. Aber das Wohnmilieu kann man einfach relativ einfach rausfinden, weil auf den Anmeldungen, ja, steht eine Adresse drauf. Und da
kann man, wenn man sich ein bisschen auskennt, oder mittlerweile gibt es ja auch hier Google Maps, da kann ich ja zumindest sehen, ist das irgendwie so ein anonymes Hochhaus-Silo, wo die Leute alle aus den Fenstern springen, weil es da so schrecklich ist, oder ist das hier so eine Villengegend oder so. Meistens kann ich mir, das mache ich tatsächlich auch, muss ich an dieser Stelle mal gestehen, dass ich mir auf Google Street View irgendwie mal die Häuser von den Leuten angucke. Es hat auch nichts mehr zu sagen, weil die Street View-Daten mittlerweile schon ein bisschen älter sind. Aber ich finde das immer mal so ganz interessant, dass man guckt, was ist denn das überhaupt für eine Gegend. Das ist natürlich auch nicht, dass jeder, der oder dass jeder an seiner Adresse wohnt, die er da angibt. Ne? Gerade bei Scheidungskindern ist das vielleicht so, dass die Adresse von der Mutti angegeben, aber wohnt beim Vati oder umgekehrt. Und wenn das irgendwie Objektadressen sind, weiß ich auch Bescheid. Dann hat da vielleicht das Jugendamt irgendwie eine Vormundschaft. Das ist die Adresse vom Jugendamt angegeben. Kann sein, kann man darauf achten. Habe ich schon gesehen, sowas. Habe ich auch schon selber bearbeitet von Jugendamtsseiten. Arbeitsauftrag. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Was sind eure Umweltfaktoren? Jetzt kann ich mal ein bisschen überlegen. So, Herkunft der Eltern, Bildung, Glaube, Wohnmilieu. Achso, gut, dass ich es dort nochmal hingeschrieben habe. So, könnt ihr mal aufschreiben, könnt ihr diskutieren. Dann könnt ihr noch darüber diskutieren, welche Umweltfaktoren bei euch so prägend waren. Anlagefaktoren sparen wir uns jetzt mal, muss jetzt keiner sagen, wer seine Intelligenz einschätzt. Also ich halte mich für sehr intelligent, ja, ich nicht. Ja, das ist, ja, das lassen wir lieber mal. Genau, Umweltfaktoren waren prägend, das findet ihr raus. Was wäre bei euch anders gelaufen mit anderen Umweltfaktoren? Weiß man natürlich nicht. Kann man ein bisschen spekulieren, was wäre, wenn eure Eltern kein Deutsch sprechen würden. Wo meint ihr euch dann trotzdem das Schulsystem durchgebissen? Oder würdet ihr heute als Drogendealer arbeiten? Ja, nicht so ein wichtiger Job, aber. Joa, genau, da gucken wir mal durch. Was hatte ich mir hier aufgeschrieben? 5 Minuten. Ja, wenn jetzt nur zweimal. Können wir auch länger machen. Ist ja egal. Können so lange auf Pause drücken, wie ihr wollt, können auch 3 Stunden dran arbeiten. Okay, fertig? Ha. So, gucken wir weiter. Aberrantes Konditionieren. Hatte ich ganz am Anfang gesagt, dass wir uns da heute noch drüber unterhalten. Und zwar heißt aberrantes Konditionieren, dass wir positives Verhalten stärken. Das nennt sich positive Verstärkung. Und das bedeutet, dass wir, also wenn ich ein gewünschtes Verhalten zeige, wird das aufgebaut und stabilisiert. Also, ich helfe irgendwie, oder das Motorboot steht da rum und ich helfe jetzt proaktiv, freiwillig und stelle das Motorboot ins Wasser als Kind. Dann sage ich halt, oh, das hast du toll gemacht, vielen Dank, super Einsatz, ganz klasse, total super. Dann weiß das Kind, ah, okay, bin gelobt worden, war wohl gut. So. Und dann macht es das nächste Mal vielleicht wieder. Und dann rufe ich es wieder und dann würde es stabilisieren. Irgendwann brauchst du es gar nicht mehr loben. Irgendwann hat sich das eingebildet. Oder vielleicht noch jedes 10. Mal oder sowas. So, dann ist es drin, das Verhalten. Negatives Verhalten bestrafen, funktioniert andersrum natürlich gesagt auch. Das ist dann die negative Verstärkung. Hat aber das Risiko, dass es ein bisschen Vermeidungslernen ist. Also ich finde nur raus, okay, was soll ich jetzt nicht tun? Und das Problem ist, dass manche Sachen auch einfach nur vermieden werden, um Bestrafen zu entgehen. Weil ich nicht check, warum es jetzt verboten ist. So, wenn ich jetzt weiß, gerade am Anfang irgendwie, ich hau immer ab, sobald mein Boot aus dem Wasser ist und helfe den anderen nicht. Und dann sage ich, hier, mein Freund, wenn du das das nächste Mal machst, dann brauchst du das übernächste Mal nicht mehr kommen. Ja? Bestrafung darf nicht mehr kommen. Das ist ja im Prinzip auch schon die härteste Strafe, die uns so zur Verfügung steht, wenn wir ehrlich sind. Wir können die Leute ja irgendwie nicht verhauen oder nicht sagen, irgendwie, du kriegst jetzt nichts zu essen oder sowas. Gar nicht, verboten, körperliche Bestrafung. Können die Leute auch nicht irgendwie sagen, so, wir stellen die jetzt vor die Gruppe und machen die jetzt zur Sau. Ja, das ist seelische Gewalt, das darf man nicht tun. Und das ist absolut pädagogisch haltlos, muss man natürlich auch dazu sagen. Also. Bestrafen. So, Kind weiß jetzt, aha, hier, wenn ich jetzt den anderen nicht beim Boote abbauen helfe, darf ich nächstes Mal nicht wiederkommen. Ich will aber nächstes Mal wiederkommen. Ja, gut, helfe ich den halt. So. Und wenn ich beim anderen Leiter bin, der da aber nicht so drauf achtet, dann weiß ich auch so, ja, gut, der achtet da nicht drauf und dann haue ich halt trotzdem wieder ab. So. Deshalb, positive Verstärkung wirkt längerfristiger als negative Verstärkung.
So eine differenzielle Verstärkung, wenn ich mich nicht genau einigen kann, was ich da jetzt machen möchte. Da wird Verhalten vermieden. Moment, nein. Oh, Leute. Lesen, schwierig. Also differenzielle Verstärkung. Ich ignoriere unerwünschtes Verhalten. Also wenn ich einfach abhaue, um mein Boot abzubauen, gar nicht wahrnehmen. Aber wenn ich was tue, also wenn ich jetzt nochmal zurückkomme und helfe jetzt nochmal einem anderen Knilch, der irgendwie sein Boot abzubauen, ach Mensch, du bist zurückgekommen. Hey, klasse, toll gemacht, super. So, und das ist so eine Mischung aus, also das ist im Wesentlichen dann ja auch positives Verstärken, bloß dass ich halt negatives Verhalten nicht sanktioniere. Funktioniert auch, weniger Arbeit. Muss ich dann halt auch nur konsequent ignorieren und nicht bei negativem Verhalten dann irgendwie noch sagen, ach ja, das ist aber nicht so gut, dass du das gemacht hast, würdest du bitte nächstes Mal, weil dann hat das Kind nämlich auch wieder Aufmerksamkeit bekommen. Genau, was habe ich noch aufgeschrieben? Genau, wir wollen die Kinder nicht manipulieren, das ist natürlich auch ganz wichtig, aber es klingt ja also ein bisschen nach Psychospielchen, was ich hier sage. Nein, aber wir wollen nicht manipulieren, sondern wir wollen ihnen helfen, ein angemessenes Verhalten zu entwickeln. Ja? Wir helfen den Kindern mit dem, was wir tun. Und deshalb stehen uns natürlich auch, also ich bin der Meinung, also abgesehen davon, dass man den Leuten halt sagen kann, ja, kommst halt nächstes Mal nicht mehr, stehen uns keine Strafen zur Verfügung. So, wir können jetzt keine physische Gewalt anwenden, wir können ihnen jetzt nicht eine reinhauen, wenn die frech sind, oder wir können nicht auf der Freizeit sagen, so, hier, wenn du dein Boot nicht abbaust, dann kriegst du heute nichts zum Abendbrot. So, weil Essen ist halt ein Menschenrecht, da kann ich aber sagen, nee. Psychische Gewalt, Bloßstellung, Drohungen, Beschimpfungen, du Vollidiot, warum machst du das? Anschreien ist natürlich auch wieder so eine Sache, was eigentlich ein No-Go ist. Also, so, natürlich kann man mal laut werden, muss man auch manchmal, aber nicht jetzt irgendwie im Rasen der Wut irgendwelche Leute anschreien oder irgendwelche Gegenstände werfen. Das ist, erstens verboten und zweitens natürlich auch pädagogisch völlig unhaltbar, wenn ich da so als Leiter eskaliere. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Leute, ernsthaft. Ist so. Sprechen wir als nächstes noch über Motivation. Wie kann ich Leute motivieren, etwas zu tun? Oder warum sind Leute, wenn man ein bisschen die Flughöhe erhöht sozusagen, guckt man sich an, warum sind Leute motiviert, etwas zu tun? Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt die intrinsische und die extrinsische Motivation. Wie der Name schon sagt, die intrinsische Motivation kommt aus mir selbst. Kommt aus mir selbst, nicht durch, wie bei der extrinsischen Motivation, gibt es einen externen Reiz. Ja. Und die intrinsische Motivation, also wenn ich zum Beispiel irgendwas wirklich gerne mache, ja, wenn ich da Spaß dran habe, wenn ich mich freue irgendwie auf Segeltraining, ja, dann ist das klar, das ist eine langfristige Sache. Und wenn ich mich heute auf Segeltraining freue, freue ich mich da wahrscheinlich nächste Woche auch drauf. Extrinsische Motivation, ja, ich gehe halt gerne zum Segeln, weil wenn ich nach Hause komme, darf ich jedes Mal irgendwie eine Stunde Fernsehen gucken danach und ich darf sonst keinen Fernsehen gucken. Ja, Fernsehen gucken ist geil, ja, gehe ich halt auch zum Segeltraining, ne? So, okay. Also es gibt einen externen Reiz. Ja, und sobald nämlich dieser externe Reiz wegfällt, so, ja, ich habe jetzt einen eigenen Fernseher, kann ich gucken, wann immer ich will, gehe ich halt nicht mehr zum Segeltraining hin, so, buff, weil muss ich ja nicht mehr. Heißt natürlich nicht, dass wenn ich mit einem extrinsischen Reiz arbeite, sich nicht auch eine intrinsische Motivation entwickeln kann, ja. Also vielleicht komme ich, da habe ich dann meinen eigenen Fernseher, ich komme dann aber trotzdem noch zum Segeltraining, weil ich mich mittlerweile so mit den Leuten angefreundet habe und mich einfach freue, mit den Leuten eine tolle Zeit zu verbringen, weil mir das einfach so Spaß macht zu segeln, ja. Aber grundsätzlich ist die intrinsische Motivation etwas, das sehr, sehr langfristig und auch tiefgreifend ist. Auffällig ist es halt zum Beispiel beim Arbeitsplatz. Da gibt es Leute, die machen ihre Tätigkeit einfach gerne. Die freuen sich meinetwegen für die Kunden da zu sein. Und es gibt Leute, die sagen, ja, scheiß Arbeit, aber bezahlen halt die Rechnung. Ne? Und das sind halt auch unterschiedliche Typen von Arbeitnehmern. Und die einen machen vielleicht mehr als die anderen.
Wir wollen intrinsische Motivation haben. Dann ohne Folie möchte ich noch mal kurz das Zwei-Faktoren-Modell erklären. Das Zwei-Faktoren-Modell kommt von Herzberg, heißt der Typ, oder die Frau, ich glaube, es ist ein Typ. Und der hat halt gesagt, was motiviert die Leute? Okay, ich habe einerseits Motivatoren und einerseits habe ich Hygienefaktoren. Und die Hygienefaktoren müssen gegeben sein. Also es hat nichts mit Zähneputzen zu tun oder sowas. Die, keine Ahnung, warum die so heißen. Also Hygienefaktoren sind zum Beispiel, dass mir keine Schmerzen zugefügt werden da. Oder dass ich dabei nicht friere oder dass ich nicht hungern muss oder dass ich da irgendwie vernünftig hin und her komme. Das muss gegeben sein. Also wenn ich nicht zum Segeltraining hin und zurück komme, sondern da immer irgendwie eine Stunde zu Fuß gehen muss, dann bin ich natürlich nicht so motiviert dahin zu gehen, wie wenn das geklärt ist. So. Und das fasst alles in allem die Fakten oder die Faktoren zusammen, die ich habe, um überhaupt etwas zu tun. Davon muss ich es noch nicht gerne tun, aber dass es okay ist für mich, etwas zu tun. Ja, also beim Arbeitnehmer könnte man zum Beispiel sagen, ja, ein vernünftiges Gehalt, da ist es ein bisschen aufschlussreicher, ein vernünftiges Gehalt muss es sein, muss vernünftige Arbeitszeiten haben und irgendwie muss eine Tätigkeit sein, die nicht zu belastend ist. So, von diesen Faktoren, die müssen alle erfüllt sein. Wenn diese Faktoren nicht erfüllt sind, werde ich niemals motiviert sein, etwas zu tun. Also es ist absolut notwendig, dass diese Faktoren erfüllt sind. Sonst tue ich das nicht gerne. So, wenn ich mich irgendwie engagiere als Trainer und mir fällt dauernd der Vorstand in den Rücken, weil ich irgendwas mache, dann sagen die, nee, aber das machen wir hier anders. So, das ist Kacke, da habe ich keinen Bock. Dann gibt es noch die anderen Faktoren, das sind die Motivatoren. Die Motivatoren, die sorgen dafür, dass eine Tätigkeit, von der es erstmal grundsätzlich okay ist, dass ich die mache, dass ich die wirklich gerne mache und die mich wirklich motivieren. Das sind zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Lob kriege oder wenn ich irgendwie eine Art von Belohnung bekomme oder wenn ich ein tolles Feedback bekomme, wenn nach dem Training einer zu mir sagt, ey, Christopher, das war wieder ein super Training heute, ich hatte viel Spaß. So, das ist ein Motivator. Oder wenn es zu Weihnachten mir dann einer irgendwie noch einen Gutschein über, keine Ahnung, kann ja nur 5 Euro sein, aber das ist ja trotzdem was, wo ich mich drüber freue, was mich motiviert, meine Arbeit zu tun. Oder wenn ich sehe, ja, keine Ahnung, Anfang des Jahres hat er noch nie im Boot gesessen, und Ende des Jahres kann er schon richtig gut segeln. Sowas motiviert mich. Ja? Also darüber hinaus, dass es einfach nur okay für mich ist, irgendwas zu tun. Das ist dieses Modell nach Herzberg. Kommt eigentlich aus der Betriebswirtschaftslehre, weiß gar nicht, wie heißt das in Führungswissenschaften? Nee. Personalmanagement, irgendwie so. Führung. Gutes Stichwort, Führung. Führungsstile, es gibt verschiedene Führungsstile. Autoritär, kooperativ, demokratisch und der laissez-faire Führungsstil. Das ist so die Abstufung, das Spektrum, das wir haben. Kann ich einmal meine ehrenamtlichen Mitarbeiter führen, andererseits kann ich meine Kinder natürlich auch führen. Der autoritäre Führungsstil bedeutet, dass ich ganz klare Regeln habe und Anforderungen und dass ich auch dabei relativ streng bin, ich mich nicht auf Diskussionen einlasse, aber ich bin dabei trotzdem liebevoll, weil es mir nicht darum geht, jetzt irgendwie meinen Frust an den Kindern auszulassen, sondern weil ich etwas durchsetzen will, von dem ich glaube, dass es für die Kinder das Beste ist. Oder nämlich überzeugt bin, dass es für die Kinder das Beste ist. Und ich fördere die Kinder natürlich auch gezielt. Also ich ziehe nicht stumpf mein Programm durch, sondern ich gucke mir auch an und sage, hey, Sabine, du machst jetzt das. Und das mache ich jetzt nicht, um die irgendwie zu drangsalieren, sondern weil ich halt gezielt fördern will. Dann ist der nächste oder die nächste Abstufung der kooperativ-demokratische Führungsstil. Das bedeutet, oder demokratisch-kooperativer Führungsstil, wie man so will, oder nur kooperativer Führungsstil. Das bedeutet, dass wir Entscheidungen gemeinsam treffen. Ja, also ich sage, okay, also worauf habt ihr heute Bock? So, und dann sagen die alle Eis essen. Dann sage ich, ja, nee, geht aber nicht. Wir müssen hier segeln, wir sind in Segelfallen. Dann sagen die, ja, okay, dann lass mal irgendwie Wenden trainieren. So, und dann sage ich, ja, gut, okay, Wenden sind okay, was noch? So, also ihr erkennt das Prinzip. Wir
treffen unsere Entscheidungen gemeinsam. Ich arbeite mit meinen Zuführenden zusammen, in Grenzen. Und der laissez-faire Führungsstil bedeutet also von laisse, französisch, lassen, und faire ist machen. Also ich lasse die einfach machen. Ja? Machen lassen Führungsstil, könnte man zu gut Deutsch sagen. Das heißt, ich halte mich da raus, ich sage Hallo, willkommen beim Segeltraining, hier sind Boote, macht mal, was ihr wollt. So, und dann lehne ich mich zurück, und wenn mich einer was fragt, antworte ich. Und ansonsten, wenn ich das Gefühl habe, so jetzt sind 2 Stunden rum und die haben immer noch kein Boot aufgebaut, ja, dann ist das halt so. Dann lernen sie halt dadurch. Und ich gehe davon aus, dass sich alles von alleine reguliert, auch wenn es mal einen Streit gibt, sage ich, okay, es müssen die Kinder jetzt unter sich ausmachen, das ist so. Irgendwie so im normalen Rahmen, man muss sich halt streiten, um das zu lernen. Und spannenderweise, also der Leitgedanke dahinter ist auch der Leitgedanke des Liberalismus. Das ist die Idee dahinter, das ist verknüpft. Deshalb ist das halt auch von der 68er-Generation ein gern gewählter Führungsstil. Also die 68er-Generation, also das sind die Leute, die so kurz nach Kriegsende geboren sind. Ja, 68, lass sie mal 20 geworden sein. 58, ja, genau, also kurz nach Kriegsende geboren sind, die sind meistens relativ autoritär erzogen worden, weil die Eltern das halt im Nationalsozialismus noch so gelernt haben. Ja, oder einige halt auch gezielt nicht, weil die Eltern sich davon abgrenzen wollten, was im Nationalsozialismus geworden ist. Und um 1968 gab es ja in Deutschland diese Studentenproteste, und hat sich ziemlich viel in der Gesellschaft verändert, ziemlich viel liberalisiert worden. Und da gab es auch eine große, große Gruppe, die gesagt hat, okay, wir mischen uns jetzt in die Erziehung nicht ein, und die Kinder müssen das selber, und es gibt keine Regeln, und sollen die Göhren halt auf die Herdplatte packen. Und ein zweites Mal werden sie es schon nicht machen, wenn sie einigermaßen clever sind. Und das sind dann so die Leute, die in den 70ern ungefähr geboren sind. 70er, 75, vielleicht auch noch gerade so 80. Die sind oft so erzogen worden. Also eher 70er. Oder teilweise auch schon in den 60ern. Also jetzt. Ja, könnt ihr ja selber rechnen, wer gerade so alt ist. Und die sind halt, diese Generation ist hauptsächlich durch diesen Erziehungsstil geprägt worden. Oder Führungsstil, Erziehungsstil, wie auch immer. Und jetzt mittlerweile sagt man eigentlich so, der Goldstandard ist sozusagen dieses demokratisch-kooperative, was wir haben wollen. Aber das ist letzten Endes, muss das auch jeder, der irgendwie eine Leiterrolle hat oder Kinder hat, für sich ausmachen, hinter welchem Führungsstil er steht. Das sind natürlich alles Idealtypen, und es gibt natürlich auch noch mehr. Ja, ich habe das jetzt grafisch schon so dargestellt, aber es gibt dazwischen auch noch mehr Grautöne. Okay. Wir gehen noch mal kurz auf die Rolle des Leiters ein. Noch mal 3 Folien zum Thema Leiter. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch zwischendurch gerne eine Pause machen. Ich zeichne das auch nicht alles en bloc auf, sondern mit mehreren Pausen. Ist dann auch einfach besser zu verstehen. Also die Rolle des Leiters. Für Folien weiterschalten. Die Rolle des Leiters. Steht hier jetzt schon alles, könnt ihr ja selber lesen, ne? Also Leiter ist ein gutes Vorbild, ist ja klar, wegen Modelllernen und so haben wir eben schon drüber gesprochen. Und du sollst als Leiter nicht die Aufgaben der Kinder übernehmen. Okay? Also, wenn jetzt das Boote aufbauen bei mir immer ein völliges Chaos ist, ihr seht, ich liebe dieses Beispiel, dann sage ich nicht, okay, geh mal einen Schritt zur Seite, ich mache das eben. Ne? Natürlich kann ich ein Boot aufbauen. Natürlich kann ich auch am Gennaker eben den Palsteg unten machen. Überhaupt kein Problem. Klar weiß ich, wie das geht. Und das hält mich auch nicht lange auf. Mache ich 2 Minuten. Und wenn die Kinder da eine Viertelstunde rumexperimentieren, habe ich schon mal irgendwie 13 Minuten gespart. Aber wenn ich das tue, also das kann ich ja auch in beliebiger Art und Weise tun. Ich kann ja auch alles für die Kinder machen. Dann bin ich halt da verhaftet. Und erstens nehme ich den Kindern den Lerneffekt weg. Ja? Also ich kann natürlich immer für die Kinder das Boot aufbauen, aber dann sind die irgendwann 16 oder so und werden selber Leiter oder 14, 15, was auch immer, aber können leider immer noch nicht ihr Boot aufbauen. Nicht gelernt. Und zum anderen bin ich in der Zeit natürlich auch gebunden. Also wenn ich für das Kind 1 das Boot aufbaue
Und Kind 2 probiert gerade mal, ob es mit seinem Messer einmal durch den Arm schneiden kann. Und ich kriege das deshalb nicht mit, ja? Das ist ein Extrem, aber es ist sehr, sehr ungünstig, weil ich habe nicht nur ein Kind, ne? Ich bin für eine ganze Gruppe verantwortlich. Und wenn ich da mich damit rumlawine, dass ich da für ein Kind irgendwie eine großartige Aufgabe mache, funktioniert das nicht mit der ganzen Gruppe. Da fällt der Rest hinten runter. Und meistens bin ich dann ja auch bei dem, der am lautesten schreit, muss man ehrlich sagen. Und ein anderer hat vielleicht das gleiche Problem, aber traut sich nicht zu fragen und der guckt dann in die Röhre. Und wenn ich, also heißt natürlich nicht, dass ich keine Hilfestellung geben darf, ne? Wenn ich jetzt irgendwie ein Opti-Kind habe und das kommt nicht an die Spree ran, weil es einfach kurz ist, dann kann ich natürlich sagen, gut, ich fädel dir die eben ein. So, das dauert dann eine halbe Minute und da kann das Kind ja nicht für, dass es so klein ist, ne? Oder wenn irgendwas hoch liegt und man muss das runtergeben. Ja. Kein Problem. Oder auch mal irgendwie, wenn es jetzt wirklich mal schnell gehen muss. Sicher kann man da mal was machen, aber nicht grundsätzlich. Denn, das ist auch ein wichtiger Punkt, ich habe immer die Übersicht. So, ich verhasse mich nicht auf irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen, wenn ich für ein Training verantwortlich bin. Dann gucke ich auch, dass ich da tatsächlich immer den Überblick habe. Wenn ich 10 Opti-Kinder habe, weiß ich auch immer, wo alle 10 Kinder sind, zu jeder Zeit. So. Und auch wenn ich irgendwie bei einem gekenterten Boot auf dem See bin, habe ich immer den Rest der Gruppe im Blick. Weil da kann natürlich irgendwie sein, das eine Kind ist jetzt gekentert, aber wo ich weiß schon mal alles okay. Und 100 Meter weiter ist einer gekentert und hängt unter seinem Boot und hat sich vertüdelt. Und ich kriege das nicht mit. Das ist richtig, richtig blöd. Wenn ich mich intensiver um jemanden kümmern muss, muss ich mir dafür sorgen, dass ich eine Vertretung kriege. Ja? Wir machen meistens Training mit 2 Leuten, dann kann ich sagen, okay, pass auf, also hier Kind 1 hat jetzt irgendwie gerade einen Baum gegen den Kopf bekommen, heult, geh du mal mit dem am Steg, gib dem was zum Rauffallen, ich bleibe für den Rest der Gruppe da. Das kann man immer total super machen. Ja, alleine ist es natürlich schwierig, muss man sich vorher drüber im Klaren sein. Klare Anweisung, ja, also nicht, ja, also baut mal irgendwie die Boote auf, tschüss, sondern hier, Paul, Opti raus, Lena, hier, du holst die Spriten, was weiß ich, also ihr wisst, was eine klare Anweisung ist. Klar sagen, wer muss was machen. Das ist ja auch so mein absoluter Liebling. Kann mal jemand XY, ja, nee, jemand ist aber gerade nicht da. So, also klar. Hier gibt es einen Freiwilligen, nein, dann XY. Und ich baue eine Beziehung mit meinen Kindern auf. Okay, also ich gehe da nicht hin und sage, okay, ich bin der Segeltrainer, so, hier segeln so und so, sondern Training ist auch immer Jugendarbeit, das haben wir letzte Woche gesehen. Das heißt, es ist meine feste Gruppe in der Regel. Ich interessiere mich auch für die Kinder über das Segeltraining hinaus, wenn die mir erzählen wollen, ja, hier, guck mal, ich habe eine neue Uhr oder hier, mein Onkel ist Pilot. Oder was der Geier, was Kinder halt so erzählen. Manchmal denkt man sich ja auch, oh, Gör, behalt das doch für dich. So, aber halt nicht sagen, kannst du ja denken, ja. Aber versuch irgendwie halt nett zu sein, irgendwie eine Beziehung aufzumachen, frag auch mal nach, hey, wie läuft's in der Schule? Hey, wart ihr in den Ferien weg? Oder vielleicht nach den Ferien, jeder kann mal 5 Minuten erzählen, was er so gemacht hat. Oder 5 Minuten, ein bisschen viel. Irgendwie 2 Minuten erzählen, was er gemacht hat. Oder, ja, keine Ahnung. Irgendwie so. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich muss aufpassen, dass die Kinder sind halt nicht meine Freunde. Ja, ich muss mich vor den Kindern nicht verstellen. Ich kann auch mal sagen, ey, Leute, mir geht's heute nicht gut. So, kein Thema. Kann man machen. Oder ich fühle mich heute krank. Oder. You name it, okay? Und was ich halt nicht sagen kann, ist, ach ja, mein Chef ist so gemein zu mir und meine Kollegen mobben mich alle, so. Das geht die Kinder halt nichts an. Und vor allem geht die Kinder nichts an, wenn ich sage, hier irgendwie meine Co-Trainerin. Die ist immer so gemein zu mir und die hinterlässt immer alles so chaotisch und ich muss das immer wegräumen. Ah, und das ist so gemein. Mi, 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 mi. Okay, also ich muss ja, also das geht halt Kindern nichts an, weil damit untergrabe ich halt entweder meine Autorität, also meine Autorität untergrabe ich sicher mit sowas. Und ich untergrabe halt auch die Autorität der anderen Leiter. Und eventuell überlaste ich die Kinder auch mental mit irgendwelchen Problemen.
Und denen geht es dann auch schlecht. So, und das hilft halt nicht. Deshalb sein lassen. So, wenn ich jetzt irgendwie andere Trainer habe oder Leute in meinem Alter, also dann kann ich das natürlich schon machen, wenn ich damit auch eine entsprechende Beziehung habe. Aber ich muss jetzt nicht vor irgendwie einem 8- oder 9-Jährigen da meine Sorgen ausbreiten. Da muss ich mir irgendwie andere Freunde holen, mit denen das geht, oder einen Friseur oder keine Ahnung, zum Priester gehen, wenn ich irgendwie was beichten will. Ja. Okay. Was habe ich denn hier noch alles aufgeschrieben? Vorbildrolle ist nochmal wichtig, genau, habe ich eben schon gesagt. Vorbild, Vorbild, Vorbild. Kinder brauchen Vorbilder, suchen sich Vorbilder. Und das ist dann gerne auch der Segeltrainer. Die Segeltrainer. Genau, nichts vorspielen, habe ich schon gesagt. Authentizität ist da so das Stichwort. Also ich mache nicht irgendwie einen auf Happy Day und in Wahrheit ist aber gerade meine Oma gestorben und ich könnte am liebsten heulen. So, also das kriegen die Kinder schon auch raus. Ne? Und wenn du als Kind dann rauskriegst, okay, da spielt mir hier was vor, dann habe ich auch wieder was geschafft, was ich nicht wollte und meine eigene Autorität untergraben. Oh. Habe ich noch Stimme? Ach so, Thema Eltern. Wenn die Eltern irgendwie, weil wenn ich ein Problem mit den Eltern habe, dann gehe ich auch nicht zum Kind und sage, ey, du, deine Eltern sind so unzuverlässig, die antworten nie auf meine E-Mails. So, weil das Kind hat sich halt seine Eltern nicht ausgesucht und die Eltern sollten immer noch eine Respekts- und Vertrauensperson für die Kinder sein. Und wenn ich vor den Kindern über die Eltern mecker, dann mache ich das irgendwie ungefähr alles kaputt und im Zweifelsfall erzählen die Kinder das dann auch noch zu Hause und dann sagen die Eltern, also hier der Trainer hat hier so einen Vogel, dass er sowas über uns sagt. Boah, also das ist halt wirklich so, das ist halt, wo ich auch sagen würde, okay, das ist halt auch ein grober Fehler. Und wer das macht, der sollte sich vielleicht auch dann nochmal überlegen, ob er wirklich sich so sicher ist, dass er in der Jugendarbeit tätig sein möchte. Ja, böse, böse, böse. Was sind Gefahren für Leiter? Ja. Stolz sein auf irgendwas, genau. Also, wenn ich jetzt immer nur meine Kinder trieze, damit die irgendwelche Titel einholen, damit ich mich wieder erfreuen kann, sagen, boah, ich bin der King hier, meine Kinder schon wieder drei Regatten gewonnen, so. Bin ich ein geiler Typ. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Auflehnung auch schwierig gegen andere oder gegen den Vorsitzenden. Wenn ich jetzt sage, ja, der Vorsitzende sagt, ihr sollt alle eine Schwimmweste tragen, aber mir ist das egal. Wenn ihr, keine Ahnung, schwimmen könnt, dann könnt ihr auch schwimmen. So. Entmutigung, das heißt einerseits, dass ich andere nicht entmutigen soll, aber mich selber auch nicht entmutigen lassen soll. Nachlässigkeit, ja, morgen Training, ja, okay, in 2 Minuten Training, ja, was machen wir denn jetzt? Ach, gucken wir mal, ja, dies, das, so schwierig. Eifersucht, wenn ich jetzt irgendwie mit 2 Trainern unterwegs bin und die das Gefühl, dass die Kinder den einen Trainer total lieb haben und mich nicht, und dann sage ich mir, ach, Schande, die lieben ja den anderen Trainer so. Was vielleicht auch nur meine subjektive Wahrnehmung ist und gar nicht überhaupt so ist. Und dann sage ich mir, ja, dem muss ich jetzt eins reinwürgen hier, dem anderen Trainer. Schlecht. Furcht? Ja. Oh nein. Meine Kinder kommen. Scheiße, scheiße, scheiße. Und der eine, oh, der hat mich letztes Mal vor der gesamten Gruppe lächerlich gemacht. Oh nein, nein, nein. Hoffentlich macht er das nicht wieder. Oh. Aufgeben. Das der Franz Ferdinand, der lernt das Segeln nicht mehr. Den setze ich jetzt nur nach vorne ins Boot. So. Setze ich, oder vorne ins Motorboot am besten noch. Setze ich ins Motorboot, halt die Klappe. So. Ne. Da probiere ich lange. Wenn er das beim 20. Mal aber noch nicht hinkriegt, macht das halt am 21. Mal. Falsche Ziele. Was sind richtige Ziele, was sind falsche Ziele? Falscher Umgang mit Versagen und Fehlern. Fehlermanagement ist auch, da könnte man jetzt auch wieder eine Stunde zu reden über den Umgang mit Fehlern, ja. Aber Fehler sollte man halt nicht so begreifen als
Irgendwie, ich bin ein schlechter Mensch. So, es gibt ja diese Gleichung, ja, irgendwie, wenn du einen Fehler machst, dann hast du nicht genug gelernt oder nicht genug aufgepasst. Wenn du nicht genug aufgepasst oder gelernt hast, dann bist du faul. Wenn du faul bist, bist du ein schlechter Mensch. Wenn du ein schlechter Mensch hast, Pech raus. So. Wir brauchen keine schlechten Menschen. Aber so ist es nicht. Also, Fehler sind nur menschlich und jedem, wirklich jedem passieren Fehler und einigen Leuten passieren auch noch Fehler, wo man sich so denkt, also, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und solche Fehler passieren aber trotzdem, musst du damit irgendwie umgehen oder auch versagen. Manchmal funktionieren die eklatantesten Dinge nicht oder es geht tatsächlich irgendwie schwerwiegend irgendwie was schief. Die Leute fliegen aus ihrem Job raus, weil sie einen Fehler gemacht haben. Okay, das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass wir damit irgendwie konfrontiert werden. Aber trotzdem, Umgang mit Versagen und Fehlern. Wichtig, wichtig. Sollte sich jeder mal hinterfragen, wie gehe ich mit Fehlern um und vor allem, wie gehe ich auch damit um, wenn andere Leute Fehler machen. Ja, und zwischenmenschlicher Bereich. Das denke ich auch jedem klar, was damit gemeint sein könnte. Dann habe ich jetzt noch eine Folie eingeschaltet, die sonst eigentlich. Oder mit einem Inhalt, wo ich das Gefühl habe, das kommt sonst nicht in der Trainerausbildung vor, in der Jugendleiterausbildung vor. Ich hatte dazu dankenswerterweise mal eine Fortbildung, wo das gekommen ist, dieses Konzept. Nennt sich PART, Professional Assault Response Training. Also, wenn ich als Jugendleiter irgendwie angegriffen werde oder mich angegriffen fühle. Also die Folie kommt eigentlich aus dem Bereich Jugendamt oder Fachkräfte, aber im Prinzip ist es mit uns halt genau das Gleiche, weil wir sind auch bis zu einem gewissen Grad halt Fachkräfte. Also nicht so sehr natürlich wie jemand, der soziale Arbeit studiert hat, aber wir sind jetzt auch nicht der Depp auf der Straße. Ja, schon ein bisschen mehr Ausbildung, ein bisschen mehr Ahnung und irgendwann dann auch ein bisschen mehr Routine. Also, auf eine Aktion des Kindes, das mich vielleicht provoziert, folgt immer meine Reaktion. Und meine Reaktion bestimme ich, nicht das Kind. Das Kind kann machen, was es will. Ich kann mich immer professionell verhalten. So. Also es ist egal, was das Kind macht. Ich schreie nicht rum, ich hau nicht auf den Tisch, ich breche nicht in Tränen aus. Ich beeinflusse mein Verhalten. Ich bin der Herr über mein Verhalten. Das könnt ihr euch 20 Mal vor dem Spiegel sagen, denn wie ihr euch verhaltet, wie ihr reagiert, das ist allein sozusagen euch überlassen. Selbstkontrolle ist manchmal schwierig, ja? Wenn wir irgendwie Stress haben und irgendwie versuchen müssen, aber trotzdem für die ganze Gruppe zuständig zu sein, wir haben auf der einen Seite Stress, keine Ahnung, wir müssen irgendwie einen Termin einhalten, so, oder irgendwas läuft gerade richtig, richtig schief, so, und dann müssen wir aber trotzdem das nicht an anderen Leuten auslassen oder uns greift irgendjemand an, von den Kindern zum Beispiel, sagt, was machst du denn hier, alles scheiße, so, jetzt stehen wir hier im Regen. Weiß der Kuckuck, jetzt ist der Mast gebrochen und irgendwie ich habe ein blaues Auge und du bist da völlig unfähig. So, was einem denn noch alles einfallen kann oder bei kleinen Kindern auch oder kleineren Kindern vielleicht auch mal irgendwie ein körperlicher Angriff und unter schwierigen Umständen halt. Und da noch die Selbstkontrolle zu bewahren und jetzt nicht irgendwie auszurasten, das ist ein Kennzeichen professionellen Handelns. Und wir handeln professionell. Das ist unser Anspruch als Segelvereinigung Sinstorf, dass wir professionelle oder professionell handelnde Leiter haben. Genau. Und natürlich, klar, ich lasse mich nicht provozieren. Ja, schon gar nicht von irgendwie so einem dahergelaufenen Opti-Kind. Und wenn es da irgendwie vielleicht einen persönlichen Angriff gibt, kann ich mich zwar persönlich verletzt fühlen. Aber ich muss ruhig bleiben. Ich kann das natürlich auch mit einem anderen Leiter hinterher nachbesprechen und sagen, hey, okay, ich möchte da nochmal mit dir über was reden. Wir sollten da auch offen sein für andere Leiter, falls die irgendwas mit uns besprechen möchten. Aber nicht irgendwie jetzt dann eskalieren. Das ist nicht gut. Und wenn sich ein Kind daneben benimmt, ist es halt bei uns so,
dass wir dann einfach sagen können, so, okay, pass auf hier, dein Kind, das benimmt sich überhaupt nicht, schreit hier rum, pöbelt hier die Leiter an, nimm das mal wieder mit. So, beim Training sagen wir einfach so, pass auf, kommst nächstes Mal nichts wieder, nicht wieder. Und wenn das doch wieder kommt, sagen wir, tschüss, du gehst jetzt. Am besten nicht einfach vor die Tür setzen, sondern meine Eltern anrufen und sagen, was soll denn das? Und am besten schon vor die Eltern anrufen und sagen, hier, pass mal auf, dein Kind kommt nächstes Mal nicht wieder. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen auch Leute ausschließen, wenn die sich nicht an die Regeln halten. Auch bei allen Freizeiten haben wir das in den Freizeitbedingungen. Die Eltern unterschreiben das bei der Anmeldung. Wenn die Kinder sich nicht an die Anweisungen der Leiter halten, müssen die nach Hause. Ich habe das noch nicht erlebt, dass es so weit gekommen ist. Ich habe schon Leuten damit gedroht, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, müsst ihr nächstes Mal nicht wieder zum Training kommen. Ich glaube, ich habe auch schon mal Leuten gesagt, so, pass auf, nächstes Mal kommst du nicht zum Training. Ja, habe ich gemacht, habe ich immer. Hat wunderbar funktioniert und danach war also eine Woche nicht gekommen und nächste Woche zahm wie ein Lamm. Super, hatte ich nie erwartet, dass das so gut funktioniert. Aber hat natürlich sicherlich auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber wenn sich Kinder nicht benehmen, kommen die halt eben nicht zu uns. Wir sind hier nicht die Jugendhilfe. Also jedenfalls nicht die Jugendhilfe für schwere Fälle. Ne? Und um die Erziehung müssen sich halt im Wesentlichen die Eltern kümmern. Das ist nicht unser Job. Ja? Wir sind ja nicht die Erzieher der Nation. Natürlich wirken wir an der Erziehung mit, aber das ist halt nicht primär unsere Aufgabe und einiges können wir auch nicht, gar nicht managen. Ja? Wir sind ja hier nicht irgendwie die Erzieher oder irgendwie Pädagogen oder so oder Sozialarbeiter sind wir ja nicht. Wir sind Segeltrainer. Und das ist. Oh, das war jetzt eine Menge Stoff, ne? Also, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten es am Ende sind. Ich habe irgendwie 3, 4 Anläufe gemacht, um das alles mitzuschneiden, aufzuzeichnen. Guckt es euch, also ihr habt es jetzt einmal gesehen, vielleicht müsst ihr es euch nochmal angucken. Das waren so jetzt so ein paar wesentliche Schlaglichter auf wichtige Themen in der Pädagogik. Das war jetzt noch nicht alles. Man könnte noch viel, viel mehr reden. Es gibt Leute, die studieren das 6 Jahre lang. So, und auch die wissen hinterher nicht alles. Ja. Von daher nur, das war nur so ein ganz, ganz kurzer Ritt halt hier einmal durch die Thematik. Uff. Okay. So, jetzt Aufgaben bearbeiten, Materialien durcharbeiten und auf Wiedersehen.